Sollen in neuer Tag, neuer Cast und ich muss hier gar nicht erklären, wer oder was passiert, denn es passiert gerade live. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht, habe ich schon lange nicht mehr die Möglichkeit dazu gehabt. Darum freue ich mich aber umso mehr, dass es wieder ein Liga 1 Cast wird. Und gut, Lack haben wir ja schon mal gesehen in mehrfacher Ausführung. Aber von Tobi habe ich die Saison noch gar nichts gecastet. Und es passiert auf einer Karte, die ja, auf die ich einfach schon voll Bock hatte. Zentralasien, eine Karte, die ja relativ neu noch dazugekommen ist, auf der ich gerade ein Video auch gemacht habe mit Zorro gemeinsam. Kommt noch irgendwann. Und wir sehen schon mal, Testo macht genau das, der gute Lack macht genau das, was er mir immer predigt. So schnell wie möglich Hanseposten rausschallern, damit du halt im Zweifelsfall so bald wie möglich auch den ersten Pass bekommst. Matchup und was könnte es bei Feldherr Tobi gegen Lack-Testo-Birne anders sein, ist natürlich China gegen Deutsche. Und ich muss euch, die ihr den Channel kennt, die ihr die Liga kennt, nicht erklären, wer von wem, wer hier was spielt, nehme ich an. Für die, die noch neu dazugekommen sind, die sich noch nicht ganz auskennen auf dem Channel, wundert euch nicht, Lack und Testo-Birne ist ein und dieselbe Person. Lack hat nur, ich glaube, verschiedene Accounts bzw. die Namen mal geändert. Und wenn ich das ein bisschen wechselnd verwende, tut es mir zwar leid, aber ist, wie es ist. Matchup-technisch, was weiß ich zu diesem Matchup? Ich weiß gar nicht zu diesem Matchup. Nee, stimmt nicht ganz. Beides FF-Ziffs, beides Ziffs, die auch im zweiten Zeitalter was anfangen können, wobei ich doch sagen würde, dass der Hard Rush der Chinesen um einiges härter trifft als der Tower Rush der Deutschen. Je nachdem, wie man halt mal umgeht. Oh, da macht Tobi einen kleinen Kiting-Fehler. Er hat ja angefangen, anders zu kiten als früher, was ich sehr schön finde, dass das, also was ich witzig finde, dass das eine recht späte Geschichte ist, die er sich beigebracht hat. Aber doch zum Recht interessant. Schauen wir mal ganz kurz hier ins Deck. Tobi hat noch keins, jetzt gerade gepickt, Weißwurst. Ja, im Westen nichts Neues. Ich glaube, das ist so das klassischste Feldherr-Tobi-Deck, das wir je gesehen haben. Oder man kennt es halt sehr gut so. Lack auf der anderen Seite geht auf das tatsächlich auf den T-Export. Das ist ja eine Build-Order, ich glaube, die er ein bisschen abgeändert hat, damit er das mit einberechnet bzw. ausgleichen kann, die Tatsache, dass der T-Export schwächer geworden ist. China ist ja rundum genervt worden. Und ist trotzdem immer noch eine gute Ziff. Es ist ein Wahnsinn. Wer die Karte übrigens nicht kennt, Zentralasien. Wichtige Fakten. Hier oben haben wir drei Handelsrouten, die auch alle von jedem bebaut werden können. Das ist nicht so, dass der hier zu nah dran ist. Hier unten haben wir jeweils diese, hier heißt es religiöse Stätten, was das angeht, weil wir haben hier die Tengri und die Sufi. Und Tengri sind neu dazugekommen. Sufi haben tatsächlich eine kleine Änderung erfahren. Die haben jetzt andere Einheiten als früher. Und das macht das Ganze noch viel spannender. In der Mitte haben wir einen Teich, der tatsächlich auch abgefischt werden kann. Und im Nord, also im Süden, Südosten und Osten haben wir hier recht ressourcenreiche Gegend mit Goldminen, Bäumen, Jagdgründen, alles, was man braucht. Und hier im Norden hat man tatsächlich dann eine Salzmine. 10.000 Gold, also sehr langlebig. Aber wenn man sich hier durchsieht, da sammelt man langsamer. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, die man beachten muss. Wir sind schon bei 3 Minuten. Ich nehme an, Tobi Age schon sehr angenehm, jawohl, mit 17 Dorfbewohnern oder 17 Bevölkerung. Darf man ja nicht vergessen, die Kollegen hier zählen doppelt, aber eben auch für die Sammelrate. Tobi herdet sich schon ran und hier oben wird er wahrscheinlich sehr, sehr bald auf einen Handelsposten gehen wollen. Schauen wir mal ganz kurz bei Lack rein. Rush, woran sieht man das? Ich meine, er hat immer noch sehr viele Karten im vierten, keine Frage. Aber er hat hier im zweiten die 3 Einheiten Schiffsladung, die 10 Rattan-Schilder, die 300 Ressourcen, die Upgrades für die Steppenreiter und für die Kaschiken. Und dann hat er hier, und das ist wohl was vom Wichtigsten, für die Standardarmee nochmal Lebenspunkte dabei. Also es ist ein Deck, das er wahrscheinlich definitiv aufs Age 2 spielen wird. Jetzt bin ich gespannt, wie gierig wir hier den Feldherrn sehen werden. Tobi hat ja im deutschen Guide auch gesagt, dass er mal gerne eine Build-Order fährt, wo er tatsächlich fast komplett auf Militärgebäude verzichtet, um dafür noch einen zweiten Handelsposten zu bauen. Schaut euch das an, da hat er jetzt genau den Pass verpasst. Sowas wäre natürlich schön gewesen, so um den Ticken zu bekommen, weil er dann schon weiter wäre mit den Schiffsladungen. Aber das sind halt so die Kleinigkeiten. Das Problem ist mit diesen Kleinigkeiten, das sind halt auch Kleinigkeiten, die auf dem Level einiges ausmachen können. Aber nicht zu viel darüber quatschen, mal ein bisschen genauer schauen. Wie sieht es bei Lack aus? Der hat den Sommerpalast, russisches Konsulat, seine Dorfbewohner sind also billiger und bauen schneller. Und Schiffsladungen hat der gute Herr auch schon ohne Ende. Also ich glaube, der sollte mit dem ganz zufrieden sein, wie er das hier macht. Was mich noch interessieren würde, Tobi könnte tatsächlich eventuell, ja, der baut hier oben eine Kaserne, der Hund.
Jetzt bin ich fasziniert. Ihr seht mich absolut fasziniert, weil ich habe keine Ahnung, was Tobi hier macht tatsächlich. Ich habe noch nie gesehen, dass Tobi nur mit einer Kaserne, mit einer aggressiven Kaserne startet gegen den Chinesen. Da kommen auch schon Pikes. Der will wahrscheinlich hier sich die Handelsroute gönnen, könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist aber das Problem. Ah, sieh an. Luck. Er hat zwar ein Rush-Deck oder er hat sein Deck zwar Rush benannt, aber tatsächlich sieht es sehr defensiv aus. Ich wollte es vorher schon sagen, wo ich die beiden Sachen hier gesehen habe. Man sieht hier die Mauer aus Gebäuden. Und jetzt ist natürlich interessant, was sieht denn Luck von der Karte? Der hat eigentlich Arsch und Himmel nichts erkundet. Auf der anderen Seite, Tobi hat, das ist nicht Tobi, sorry. Tobi hat es immerhin hier so über den Henkel zu Luck runtergeschafft. Und jetzt bin ich gespannt, wird Luck sich das bieten lassen hier oben? Weil es ist natürlich, also es wäre echt schade für den Chinesen, wenn sein Handelsposten hier einfach so frei Haus kaputt gehen würde. Er könnte eigentlich hochgehen und ich glaube, das nur mit Jüngern wegmachen, wenn er darauf Bock hat. Weil die Kollegen haben nicht besonders viel Nahkampfangriff, die hier im Vergleich schon. Also dürfte das recht interessant werden hier. Und mit dem Kung-Fu-Opa zugleich könnte nochmal mehr passieren. Tobi baut dahinter Armbrustschützen. Also er macht tatsächlich einen sogenannten Bow-Pike-Rush so ein bisschen. Schickt sich auch dahinter. Ist ein bisschen schwer zu beurteilen ohne Bevölkerung. Warte, er hat die Karte dabei. Die hat er doch sonst nie dabei. Bin ich jetzt komplett wahnsinnig. Ah, stimmt. Ich habe vergessen, er nimmt ungern die 5 Ulane mit ins zweite Zeitalter. Das ist ja so eine Tobi-Eigenheit auch. Oh, und da geht das Wunder hoch. Und das macht er. Schaut er sich jetzt. Also, da kommen auch die Ulanen gar nicht in die Base rein. Währenddessen Luck hat sein Holz auf dem Boden, kann also seine Infrastruktur durchzimmern. Und jetzt ist die Frage: Tobi holt sich hier den Handelsposten. Ja, und wird sich auch die Upgrades holen, das garantiere ich euch. Der wird also auf die Handelsroute gehen. Das macht er wirklich schön, holt sich auch schon das Upgrade und geht damit langsamer, aber wesentlich ökonomischer durch als Luck auf der anderen Seite. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie eben Testo darauf reagieren wird und ob er darauf richtig reagieren wird. Der Markt ja auch eine interessante Positionierung. Ich würde behaupten, der ist einfach vor allem dafür da, dass hier halt abgescoutet ist, ob er kommt. Aber jetzt könnte er den Dorfbewohner hier verlieren. Ach, Tobi sieht es nicht genau, wo der Dorfbewohner steht. Glück gehabt für Luck. Und jetzt pulltrickt er den Dorfbewohner noch zum Dorfzentrum. Also wirklich sehr schön. Aber eben die Einheiten kommen halt überhaupt nicht an Luck ran. Und jetzt ist die Frage, wie Tobi damit umgeht. Das ist ja halt wirklich, die Handelsroute da oben ist sehr schön. Weil es auch ein örtliches, sage ich mal, Investment ist. Es ist aufwendig, da oben zu kämpfen, wenn hier unten gepressured wird. Und gerade ein Deutscher mit Kavallerie kann halt hier unten lästig sein, sodass du die Armee nicht da oben halten kannst. Das sind so ein paar Sachen, auf die muss Lack an der Stelle echt aufpassen. Aber er hat jetzt schon Armee hier vorne stehen. Tobi hat jetzt auch mit seinen 700 Gold ziemlich sicher bald genug, um hochzugehen ins nächste Zeitalter. Wir bekommen hier, Briten sind durch. Gegeben Lebenspunkte, wenn ich nicht komplett senil geworden bin. Und jetzt kommt hier gerade auch noch Intervention. Das ist nochmal eine Karte, damit der Chinese in dem Fall die Verbündeten aus dem Konsulat, also von denen eine Schiffsladung mehr oder weniger bekommt. Das heißt, da sollte jetzt gleich eine Runde Rotröcke dastehen. Tobi wallt sich in der Mitte komplett ab. Finde ich super frech, was der hier versucht. Ich glaube, der will einfach das hier über den Norden spielen tatsächlich. Und da steht ja auch schon so ein bisschen Armee rum. Luck müsste jetzt langsam nervös sein, aber er hat mit denen hier, mit den Rotröcken, auch einiges an Angriff und vor allem, wichtig, Belagerungsschaden. Den braucht er in der Situation ganz klar. Tobi hat alles auf Gold, geht auch auf Gold und geht immer noch extremst auf Gold. Holt sich sogar Amalgation, also gierig wie Sau. Anders kann man das ja nicht formulieren. Und jetzt ist halt die Frage, wie gut Luck da aufpasst. Das könnte nochmal gefährlich sein. Aber er hat es recht gut abgedeckt. Seine Dörfer sind richtig gesetzt. Hier kommt die Kaff hinten durch. Die könnte lästig sein, aber eigentlich stelle ich mir da nichts Schlimmeres vor. Ah, sehr schön. Er hat Changdaos dabei. Die sollten auch nochmal ein bisschen hier retten können, sollte was schief gehen. Lack zieht sie auch zurück, die Dorfbewohner. Sehr schön gemacht. Tobi ist gleich im nächsten und wird wahrscheinlich direkt mit den Plänklern durchgehen. Jäger, eine wunderbare Einheit, vor allem gegen eine Zivilisation wie die Chinesen, die ja nicht dafür bekannt sind, dass sie ihre Falkonette mit dabei haben, weil Überraschung, sie haben keine Falkonette. Und vor allem, Lack hat auch was nicht dabei. Also, er hat halt jetzt keinen direkten Konter in der Situation dabei und seine Plänkler sind zwar sehr kosteneffizient, aber das sind die Jäger auch, nur im Sinne von Qualität über Quantität. Lack fährt genau den anderen Standpunkt mit seiner Zivilisation. Und da bin ich jetzt wirklich, wirklich gespannt, was da mehr Druck ausüben wird.
der Deutsche immer noch so ein bisschen langsam gefühlt. Was ich tatsächlich von Tobi gern sehen würde, wäre vielleicht hier zwischenzeitlich irgendwo ein Bündnis mit einem, wo sind sie, nicht mit den Sufis, sondern mit den Tengris aus mehreren Gründen. Aber auch hier Kavallerie-Bild-Ausbildungsgeschwindigkeit und Geschwindigkeit für Kavallerie und Angriffsgeschwindigkeit für Kavallerie 10%. Das wäre natürlich für seine Kriegswägen-Kombi, die er da abziehen will, richtig lustig. Ja, und Lack kommt da halt mit Verstärkung en masse, also anders kann man das gar nicht betiteln. Gleichzeitig wird Tobi halt immer wieder lästig sein hier mit seinen Raids, wird aber, glaube ich, nicht rechtzeitig fündig. Wir sehen, wie schnell Lack da tatsächlich dran ist. Und da ist Tobi einfach ein bisschen zu langsam. Und mit den Keschiten hier, die können dann tatsächlich endlich mal die Ulanen auch ein bisschen angehen. Und Tobi ist nur noch auf einem einzigen Hand, also auf einer einzigen Stelle in der Handelsroute. Hat Lack sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Und punktetechnisch zahlt sich, also hat sich jetzt noch nicht ganz bemerkbar gemacht, aber ich glaube, das werden wir bald genug sehen. Vor allem, wenn Lack jetzt selber auch noch auf die Ressourcen da gehen sollte, wäre es interessant. Tobi währenddessen Jäger en masse, also der will wirklich Plänkler und Jäger gemeinsam, Plänkler en masse, der will wirklich hier die, sag schon, Plänkler-Dragoner-Masse aufbauen, beziehungsweise Plänkler-Kriegswägen. Da laufen noch ein paar irrgeleitete Einheiten von Lack rum zum Verstärken. Ja, aber die Kollegen, ja, das ist, das wäre jetzt knapp gewesen, hätte Tobi fast noch drei Ulanen in den Tod geschickt. Aber Tobi jetzt ja doch in einer recht schönen Position, hätte ich behauptet. Die Masse ist von Lack aber gut. Und jetzt passiert halt Tobi genau das, was andersrum fast Lack passiert wäre. Lack diktiert jetzt quasi die Seite, wo gekämpft wird. Und das ist fatal für Tobi. Vor allem, wenn jetzt da nochmal einer drauf geht. Also richtig, richtig schwierig für ihn. Weil jetzt kommen halt auch die Jäger dazu. Da kann er auch nicht so leicht mehr einen rausschießen. Lack, das ist jetzt für ihn ein schwerer Fight. Und da zieht er sich auch sofort zurück. Sehr schön. Dahinter kommt jetzt die Kaff. Also was Tobi gemacht hat, ist mit dem Skirm Goon. Er zwingt Lack in den ebenen Kampf und will dann, glaube ich, mit den Ulanen, und wir sehen auch, das Upgrade kommt perfekt durch, hier einen Fight erzwingen, der dann ja theoretisch oder praktisch auch eigentlich gut ausgehen müsste für Lack. Für Tobi. Der Gedanke hier ist, Tobi, nicht schlafen. Oh, und oh Gott. Da kann der Fight nicht gut sein. Oder? Das Problem sind, die Kriegswägen kann man immer so schlecht einschätzen vom Schaden, was dann tatsächlich passiert. Wenn jetzt der chinesische Kundschafter noch hier ein bisschen Schaden frisst. Jetzt ist halt die Antikaff gefragt hier. Und das läuft eigentlich recht gut. Die fliegende Krähe wird es wahrscheinlich nicht ganz machen. Aber das gibt natürlich auch nochmal ordentlich Wert. Und wenn sie jetzt noch einmal schießt, ja, da sind einige Jäger draufgefallen. Die Plänklermasse gibt es noch für Lack. Er muss jetzt aber sofort hier zurück, um nicht komplett gecleant zu werden. Und, schwierig, wie es da oben jetzt aussieht. Die disziplinierten Meteorhammer wären natürlich noch in der Kampfsituation richtig schön gewesen. Lack muss jetzt unglaublich schnell Kavallerieabwehr finden und halt irgendwie auch mal stabil aus seiner Basis rauskommen. Das sind jetzt alles so Sachen, die ihm echt noch zum Verhängnis werden könnten. Wir sehen auch den Punktenachteil gerade, aber Lack kommt gerade mit Mandschus angelaufen. Mandschus sind auch sowas, damit kann der Deutsche nicht besonders gut umgehen. Vor allem, wenn keine Plänkler mehr im Feld sind. Nee. Da ist noch ein Jäger drauf. Da geht noch ein Jäger drauf. Und jetzt wird es halt dann langsam schwierig wieder für Tobi, da effektiv reinzukommen. Schaut mal hier. Da macht er sich auch voll in die Enge rein, dass er quasi keinen richtigen Schaden abbekommen kann. Das kann immer nur ein bis zwei Einheiten hier zugleich angegriffen werden. Und da geht jetzt schon viel drauf. Mich wundert es, dass Tobi gerade so wirtschaftlich so brutal stark dasteht. Aber ich glaube, ja, er hat sich halt auch seine Siedlerwägen durchgeschickt. Das macht er schon wirklich gut. Und jetzt sind die Mandschus da. Die sollten das Ganze ja doch nochmal sehr zu Ungunsten von Tobi ausbalancieren. Aber Lack muss jetzt halt auch seinen Schaden machen. Die Kollegen, Tobi macht jetzt hier fast ein Missmakro, zieht fast sein gesamtes Militär nach unten weg. Das wäre jetzt wirklich giftig geworden. Ohne die Kriegswägen ist er nämlich ein bisschen verloren, sage ich mal. So, wie sieht es denn hier aus? Ja, die Ressourcen für Lack werden langsam knapper. Man sieht es, er ist schon auf der Goldmine. Was gut ist für ihn grundsätzlich, aber gleichzeitig schwierig. Tobi auf der anderen Seite wird hier oben gerade rumgejagt. Und es ist eben die ganze Zeit so ein Hin und Her.
Tobi geht jetzt sogar aufs Dock und das finde ich wunderbar. Das wollte ich gerade auch sagen. Das hätte ich sehr gern gesehen von den beiden. Und situationsbedingt, nicht nur punktetechnisch, sieht es einfach viel besser aus für den Feldherrn an der Stelle. Ist mein bescheidener Eindruck. Auch wenn die Drecksau hier gerade mal, glaube ich, eine volle Salve abbekommen hat von den Plänklern von Lack. Da kommt jetzt auch nochmal ein großes Zhangdao, eine große Zhangdao-Schiffsladung und das ist halt gerade enorm, wie Lack einfach hier mithält, obwohl die Fights für ihn wahrscheinlich nur so semi-gut waren. Uff. Das ist halt auch wild, was da jetzt an Masse da ist. Das könnte jetzt ganz ungut werden. Tobi ist in einer richtig unschönen Position hier. Ja, das wird ganz unschön hier. Wow. Da hat er gerade richtig Einheiten verloren für Lau. Ah gut, ich nehme es zurück. Hier verliert jetzt gerade eher Lack wieder ein bisschen. Muss ich hier rausziehen, so schnell wie es geht, aber da kommt er auch nicht mehr richtig raus aus dem Fight. Und da macht der Feldherr wieder seinen Schaden, so wie er das gern hätte. Richtig schön gemacht. Lack hat halt das Problem, Tobi kann natürlich ganz gezielt... Oh Gott. Tobi hat beinhart hier eine verdammte Fregatte aufgebaut. Jetzt wird es unlustig, weil die kann natürlich Lack auf ganzer Länge hier das Leben schwer machen. Währenddessen Tobi ist wieder so lästig, wie es halt immer ist und geht raiden im Zweifelsfall. Ah, jetzt hat er sich aber, glaube ich, ganz gut positioniert hier, der gute Feldherr, der gute Lack. Zwingt Tobi richtig dazu, ein bisschen einzustecken. Und ich würde sagen, der Fight war grundsätzlich jetzt nicht so schlecht für Tobi. Lack muss halt aufpassen, dass er wirklich ein bisschen wegbleibt. Oh Gott, da rechts hat er jetzt aber ein paar verloren. Und damit ist Tobi ganz klar im Siedlervorteil. Er hat jetzt wirklich hier beinhart das Dock gebaut, nur um dieses eine Schiff ranzupflanzen, aber wir sehen auch, was für ein Schaden dabei rauskommt. Oh, oh, Tobi. Lack. Aber ich finde es einfach auch beeindruckend, wie die beiden Spieler sich halt da gar nichts geben. Also Tobi war jetzt definitiv in einer besseren Situation, aber der Fight schlechter für ihn, obwohl er wirklich cool geplant hatte. Jetzt kommen Gott sei Dank hier auch die ganzen Schiffe raus. Also er will jetzt hier die Mitte, er will hier andocken und er will sich es richtig gönnen. Na und die fliegende Krähe, die gibt jetzt hier nochmal der Fregatte ordentlich einen mit, aber ich glaube der nächste Schuss, nee nicht mal. Boah, das hätte jetzt beinahe noch richtig böse enden können für Tobi. Aber jetzt geht's aufs Wasser. Ich bin gespannt, wie Lack da was gegen machen will. Der ist ja jetzt schon hier unten. Das könnte natürlich, wenn er das hier mitbekommt, richtig wild werden. Tobi verliert hier dafür seine Raider. Und jetzt ist die Frage, wer von den beiden sieht das hier eher? Okay. Ist die Frage, hat Tobi das gesehen? Dann müssten die Ulanen jetzt nämlich in den Süden laufen. Weil wenn Lack das gesehen hat, dann werden wir wahrscheinlich hier gleich... Ja. Und das wird wirklich wild, weil Tobi hat keine Möglichkeit, die da lebendig wieder rauszukriegen. Also der Großteil von den Kollegen hier wird jetzt einfach verrecken. Das heißt, der Großteil, aber sollte halt auf die Siedler gehen, nicht auf die Siedlerwägen, weil die Siedler kriegt man einfach down. Die Siedlerwägen nicht so sehr. Aber er vertreibt hier Tobi komplett. Traut sich aber auch nicht so ganz reinzugehen, aber es ist gut genug. Und das sollte für den Deutschen schwierig sein. Das Problem ist natürlich, er hat wieder den mittleren Handelsposten aufgebaut. Sehr klug gemacht von Tobi. Da oben geht ein bisschen Militär, da unten ist wieder ein bisschen was los. Also er hält die ganze Karte eigentlich, wo er Zugriff braucht, mehr oder weniger unter seiner Kontrolle. Ihr werdet gleich sehen, da oben, die sind nur dahin gelaufen, um mit denen hier umzugehen. Die Fregatte ist auch da. Ist auch in der Zwischenzeit wieder geheilt worden. Also Tobi holt maximales Geld, maximalen Nutzen aus seinem Investment raus. Lack kommt jetzt beinhart. Lack ist jetzt soweit, dass er mit den schwarzen Reitern kommt. Warum? Er könnte echt die Panduren bauen. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber Panduren in der Situation würden halt alles an Plänklern wegkontern. Es ist halt die Frage, was ist sein größeres Problem? Natürlich die Kaff. Also so viele Veteranen-Ulanen, wie er hat. Aber das ist schon schön, hier die Plänkler-Geschichten auch zu sehen, finde ich. Macht Spaß. Da oben kommt jetzt noch ein Dorfzentrum für Lack. Das ist auch gut. Die Goldmine, wie viel hat die noch? 2000 Gold. Da unten wird aber auch gefräst, wie sonst was. Ja, schwierig. Also Dorfbewohner technisch ganz klar, wer vorne ist.
Da brauchen wir nicht lange philosophieren. Das Problem ist, die Salzmine sammelt halt viel, viel langsamer. 0,5 Sammelrate. Hier unten, okay, das ist die falsche, 0,78 und 0,6 wäre Standard. Also Lack hat hier definitiv schon seine Upgrades drauf, ein paar. Ansonsten wäre das noch schlimmer, oder ich hoffe halt, dass er ein paar Upgrades drauf hat. Ja, seht ihr doch. Da ist einiges durch, bis auf die ganz große Tech nochmal. Und jetzt wird's lustig. Weil da kommt jetzt die deutsche Masse und vor allem eine Kavalleriemasse, die so nicht existieren sollte auf dieser Welt. Da kommen auch nochmal 1000 Gold durch. Manchus sind am Start. Also der folgende Fight hier, der dürfte richtig spannend werden. Tobi verteidigt hier eigentlich mal nur, während er halt währenddessen am Wasser hart boomt. Gefällt mir richtig gut, sollte jetzt schon auf 60, ja, 60 Siedlern. Holt sich sogar die Upgrades, Counter-Infanterie-Bewaffnung und Veteranenkriegswagen. Da hat das Upgrade noch nicht drauf, schade, aber das sollte auch bald daherkommen. Kavallerie-Kürass hat er übrigens auch schon. Ja, und jetzt gehen die halt da unten rein. Ich glaube, die Siedler werden gleich ein richtiges Problem haben. Da muss er jetzt aufpassen. Uiuiui. Ja, das könnte für Luck jetzt gleich richtig unschön werden, weil wenn das Ding down geht, dann gehen ja da immerhin 8 Siedler flöten. Und wir sind ja nicht bei Malta, die können nicht einfach irgendwo anders raushüpfen. Und die Antikaffer-Line vorzuschicken ist ein Gedanke, aber er kommt halt damit nicht gegen die Plänkler an. Verliert da eher noch was und das ist jetzt natürlich bitter ohne Ende. Er muss jetzt im Endeffekt den großen Fight gegen die Armee hier gewinnen, ansonsten ist das Game vorüber. Da war Tobi einfach frech und das Frechsein hat sich hier richtig ausgezahlt. Oh mein Gott, Luck geht dahinter ins Vierte. Das könnte nochmal verheerend sein für Tobi. Für Luck aber auch nicht unbedingt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das einschätzen soll. Da kommen jetzt halt nochmal die Briten, die sich selber upgraden. Aber wenn Luck es tatsächlich schafft, seine Upgrades durchzubekommen und seine Einheiten so durchzuballern, wie er es braucht, dann wird das hier ein wirklich wahnwitziger Kampf, glaube ich. Vor allem, weil er halt dann Zugriff hat auf die ganzen Schiffsladungen hier unten. Das könnte richtig wild werden. Oh nee, Tobi, du Sau. Was wir hier jetzt sehen ist, Ship-Hopping ist Gott sei Dank, glaube ich, nicht mehr ganz so ein Ding von früher. Aber was er jetzt halt machen kann, ist, er hüpft hier raus, greift alles an, hüpft wieder rein und fährt davon. Und Luck hat ja fast keine Möglichkeit, hier irgendwie dieses Schiff abzuknallen. Glaubt Tobi zumindest. Wenn wir jetzt aber gleich hier ein Upgrade haben, und das Porzellanturm. Der ballert jetzt, glaube ich, auch ordentlich Ressourcen. Ja, seht ihr das? Das ist ziemlich krass, das Teil. Jetzt sind halt die auch automatisch abgegradet, soweit ich es im Kopf habe. So oder so ähnlich. Die Rotröcke sind es tatsächlich. Und jetzt wird es halt witzig hier, der Kampf. Ja, da musste unbedingt raus von dem Schiff. Wobei, das Schiff kriegt tatsächlich ganz gut Antikavallerieschaden. Da kommen die Minutemen raus. Ja, macht da seinen Schaden. Das Schiff muss davonfahren. Das ist gut für Luck. Sein Porzellanturm ist halt unglaublich aggressiv, den sollte er echt nicht verlieren, weil es ist schon wie so eine kleine Fabrik. Upgrade für die Changdao. Vor dem Upgrade noch für alles andere. Warum? Weil er halt so Angst vor der Kaffmasse hat, würde ich behaupten. Da könnte Tobi nochmal reinschießen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber punktetechnisch sind wir jetzt natürlich schon ganz woanders. Der Deutsche skaliert hier halt, also der ist so gierig gegangen, wie Gott geht nur. Und ich glaube, das Luck da jetzt nur noch ein bisschen herauszögert insgesamt. Wir spielen schon 23 Minuten. Tobi geht selber gerade ins Vierte und hat Ressourcen auf der Seite, dass er direkt in die Revo könnte, wenn er lustig wäre. Und da raidet, glaube ich, Luck gerade ganz aus Versehen, weil der Sammelpunkt immer nur nach vorne gesetzt ist. Kriegt sogar ein paar Siedler, wer hätte es gedacht? Ich nicht. Das Problem ist, Tobi, wenn er ins Nächste kommt, wird seine ganzen Sachen upgraden können und zwar fast sofort. Mit was geht der überhaupt hoch? Sind es zwei Falconetta? Ich weiß es nicht bei den Deutschen. Müsste ich jetzt tatsächlich gucken. Die sind natürlich komplett über den Haufen geschnatzt worden. Keine Frage. Ja, und Luck ist auch auf einem ganz anderen Bevölkerungsniveau. Also das ist nicht so schön für ihn. Ja, zwei Falconetta. Tatsächlich. Der gute MFD hat's im Hirn. Das könnte jetzt aber trotzdem nochmal ein schöner Fight sein für...
Da hat er nochmal ein paar Gratis-Einheiten bekommen, sicher lecker. Und jetzt kommen halt die Flügelhusaren. Denen muss er Herr werden. Das ist eine neue, alte Karte, die man früher einfach 10, ich glaube, imperiale Husaren oder 8 imperiale Husaren, unglaublich mächtig. Das wird jetzt nur schlimmer. Was hat er sich eigentlich für ein Upgrade geholt auf die Kriegswägen? Nee, oh Gott, er hat das Deutsche, das Plänkler-Upgrade. Das dürfte den Fight hier in eine ganz schiefe Richtung lenken für ihn. Schauen wir uns die Kollegen mal an. 600 Lebenspunkte, 66 Angriffe mit Flächenschaden auch noch, weil es lustig ist. Und da sind jetzt halt auch Falks draußen. Und gegen die Falks kann Tobi halt gerade noch nicht so viel machen. Aber die fliegenden Krähen sind jetzt upgegradet und die schallern jetzt anders rein. Also die machen wirklich ordentlich Schaden. Diese verdammte Fregatte hier drüben ist aber auch nicht ohne. Und das Problem ist, das hier sind jetzt echte preußische Zündnadelgewehrschützen. Die machen halt auch wirklich, wirklich derbe was aus hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fight irgendwo gut für Lack ausgehen kann. Ja, und da ist es auch GG. Also noch hat er es nicht gecallt, aber wir sehen, was hier passiert. Und da gibt es keine Möglichkeit, wie Lack das irgendwie noch gerettet kriegt in der Situation. Damit sollte schon mal das erste Spiel und das 1:0 an Tobi gehen. Stark gespielt auf jeden Fall soweit. Okay, ich... Sorry, dass ich jetzt schon so früh call an der Stelle, aber ich habe mir gedacht... Ja, da sehen wir es. Well played, würde ich mal behaupten. Ordentliches Geballer. Und... Ressourcentechnisch, schaut euch das an. Also sind über 50% von Lachs Ressourcenleistung sind da nochmal drüber. Und auch bei den Rateseinheiten sind wir unglaublich stark dabei. Kill-Death-Rate auch viel besser für Tobi. Und ich glaube, vor allem das hier dürfte ihm das Genick gebrochen haben, den guten Lack. Und alle Ressourcen gesammelt, nicht vergessen. Schaut euch das an. Also das ist halt so massiv. Da hast du dann irgendwann auch einfach nicht mehr die Chance. Er hat sogar das H4-Upgrade auf den Arkebusieren, aber die Masse allein. Tobi hat mehr Militär und dann ist es halt auch höhere Klasse als das von Lack. Also nicht so viel, wie man meinen würde für den Preis von diesem Kollegen, aber trotzdem genug. Ich hoffe, euch hat das erste Spiel Spaß gemacht. Damit kürze ich hier die Aufnahme und wir sehen uns gleich im zweiten Spiel. Und Überraschung, da geht's direkt weiter. Nach ewigen Gequatsche zwischendrin haben sich die beiden jetzt aufs zweite Game entschlossen. Nordwest-Territorien ist die Karte, eine ganz neue Karte, die wir so noch nie hatten. Und wir spielen mit Indern gegen Amerikaner. Interessantes Matchup, eins, zu dem ich selber, obwohl ich gerade immer wieder mal nach Indien rüber gucke, sage ich mal, relativ wenig Erfahrung habe. Aber man könnte ja sicher einiges machen. Ich vermute, ihr habt ja vielleicht von Tobi seine Native Strat gesehen, dass wir sowas in die Richtung hier abbekommen könnten, weil auf der Karte hier einfach viele interessante Geschichten, was das angeht, unterwegs sind. Aber es ist nur so mein Gedanke. Ich will hier mal nicht zu viel verraten. Ja, und ganz grundsätzlich, also der Amerikaner hat halt einen FF und Lack und generell Indien hat ja, nicht Lack, aber Indien hat halt ein Problem mit FFs, einfach weil das Tempo nicht da ist, um gegen FF zu machen. Und das heißt, du musst halt irgendwie mit diesen verdammten Kanonen umgehen. Gatlings nochmal anders schwierig, weil du konterst zwar die Plänkler gut mit deiner Kavallerie als Inder, aber gegen Musketiere sind sie schlechter, gegen die Kavallerie, gegen die Artillerie sind sie auch ein bisschen schwierig und vor allem die Artillerie von Tobi, sollte er ins Dritte gelangen, wird richtig unschön gegen den guten Lack reinzimmern, wenn der auf Infanterie geht. Von dem her wird es jetzt interessant. Schätze gibt es hier übrigens noch nöcher, nöchestens. Also wirklich ist schon fast abartig, was hier alles rumdolcht. Schiffe versenken. Er hat den China Trade Post, er hat einfach alle Trading Posts dabei. Es weiß also keine Sau, was genau er spielt. Außer, dass es nach H3 aussieht in der Theorie. In der Praxis werden wir noch sehen, was kommt. Oh ne, Tobi. Ich habe das Gefühl, wir könnten hier eventuell, wenn Tobi lustig ist, eine Strategie sehen, die wir mal vor Ewigkeiten beim Ace tatsächlich beobachten durften. Und zwar Dorfbewohner only. Warum? Wegen den Kollegen hier. Wenn er sich das Nocta, die Nocta-Siedlung holt, die Kollegen haben tatsächlich 50% auf Lebenspunkte bei den Siedlern. Und 65 hier, französische Einwohner, 35 da,
100% Range Damage extra. Das heißt, die haben jetzt 6 statt 3. Die haben 16. Und das Ganze geht so weiter und so weiter. Ihr seht, worauf ich hinaus würde. Auf eine Wahnsinnsfrechheit, ich weiß. Und die Karte hier ist dann im Endeffekt eine Militärschiffsladung. Aber nicht zu viel verraten, wie gesagt. Wir haben hier alles Mögliche dabei. Und mit Schiffe versenken gibt uns Tobi natürlich auch nicht unbedingt einen Tipp, was hier noch abgehen wird. Luck ist schon auf seinen gewünschten, seiner gewünschten Dorfbewohneranzahl, geht deshalb voll auf Nahrung und wird jetzt wahrscheinlich gleich mal switchen. Sein Wunder kommt hier links hin. Warum finde ich das gut? Weil es Wasser und den Übergang so ein bisschen im Blick hat und damit schon einen sehr essentiellen Teil der Karte abdeckt eigentlich. Wasserdeck hat ja sonst keiner von beiden dabei eigentlich richtig. Wenn ich jetzt mal zu Tobi schaue, der hat eben auch nur, hier haben wir chinesische Immigranten, du bekommst eine Handelsposten-Rikscha und die kann dann statt den Minutemen auch nochmal Handelsposten ausrufen. Ist ein bisschen kompliziert, funktioniert aber und von dem her recht spannend, sage ich mal. Also funktioniert vor allem sehr schnell, möchte ich an der Stelle anmerken. Tobi aged schon bei 3 Minuten 18. Luck ist viel weiter als er, also Luck muss ein paar wirklich schöne Schätze gefunden haben. Da bin ich jetzt tatsächlich gespannt, wie er das macht. Er könnte nämlich bei dem Tempo, das er drauf hat, richtig aggressiv reingehen tatsächlich. Und Tobi da mal eine kleine Backpfeife verpassen oder halt, wie auch immer, sich selber wirtschaftlich größer ausbauen. Das dürfte ja auch ein interessanter Fight werden. Aber es sieht so aus, als würde Tobi den gewinnen. Die Frage ist natürlich, zu welchem Preis. Aber ja. Tobi bei 4 Minuten, Luck bei 4 Minuten schon fast durch. Und so makrotechnisch, da könnte ich mir schon vorstellen, 12 Sepoys ist einfach fest drauf. Das sieht gar nicht so schlecht aus grundsätzlich. Also vom Timing her und so, aber ich weiß eben nicht, ob er das so aggressiv angehen möchte oder nicht. Er hat halt auch wenig gescoutet tatsächlich bei seinem Gegner. Er weiß nicht, ob da jetzt ein Turm steht von den spanischen Einwanderern oder nicht. Schiffsladung, die erste wird uns... Okay, er macht es ein bisschen wirtschaftlicher. 700 Holz, was ja für Inder eine sehr mächtige Geschichte ist. Er könnte sich zum Beispiel hinten ganz easy peasy die Handelsroute nehmen. Sehr billig, sehr wertig, könnte einfach machen. Tobi auf der anderen Seite holt sich tatsächlich Minutemen. Nee, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl hier. Ich weiß nämlich auch nicht, mit was er da gerade geaged ist. Das habe ich jetzt leider zu spät gesehen. Nee, ganz normal. Aber er hat sich tatsächlich einen Salon, also einen Saloon gebaut. Boah, kommt jetzt da eine ganz komische Ranzstrategie? Ich weiß ja nicht. Das Ding hier sollte auf jeden Fall die Minutemen so ein bisschen im Zaum halten. Ja, ein paar schöne Schüsse hier. Eben, und ich bin jetzt gespannt. Ja, da kommt direkt die doppelte Handelsroute raus für Luck. Und es geht auch schon, es wird auch schon ein bisschen auf Gurkhas tatsächlich gegangen. Also er möchte so um die Einheiten mischen. Schwierig ein bisschen von der Makro her, aber grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Gehaust ist er, aber hier kommt auch schon ein Markt hoch. Wir sehen keinen Hafen. Ist auch auf der Map so ein bisschen schwierig, weil du kannst mit den Schiffen hier nicht drüber fahren. Das macht das Ganze echt ein bisschen tragisch, würde ich mal behaupten. Ja, und jetzt kommt Stagecoach tatsächlich. Wir haben jetzt allerdings gerade ein bisschen wenig Leute auf Holz, fällt mir auf, oder kommt mir so vor, sage ich mal. Die Frage ist, also Luck lässt jetzt halt Tobi so ein bisschen gewähren. Tobi freut sich ziemlich sicher, dass er hier so gewähren darf. Und wenn er ins Dritte geht, dann weiß ich noch nicht genau, was hier ankommen wird. Punktetechnisch natürlich der Vorsprung für Tobi und er geht mit Tennessee hoch. Ach du gute Güte, wenn mir jetzt irgendwer sagen könnte, was genau Tennessee für ein Age-Up ist, dann wäre mir schon viel geholfen, aber wir werden es sehen. Die beiden Karten, für alle, die sie nicht kennen, alle Dorfzentren spawnen 6 Minutemen und sie behalten ihre Lebenspunkte länger, also verlieren sie langsamer. Und die Karte ist besonders stark. Du zahlst eine Schiffsladung, bekommst aber direkt 2. Und das heißt nicht XP für 2 Schiffsladungen, sondern 2 Schiffsladungen. Soweit ich weiß, skaliert also danach, also damit die Kosten nicht so mit, was schon sehr wertig ist. Das ist auch interessant.
Da kümmert sich Lack, oder was heißt kümmert, er versucht hier schon ein bisschen Druck zu machen, aber das Staatskapitol ist genau das Gebäude, das du nicht belagern willst, weil das ist unmöglich, dieses Drecksding in einer normalen Zeitspanne fertig zu belagern. Also es ist wirklich, es ist einfach schlicht nicht möglich. Das hat 5000 Lebenspunkte, kannst du einfach knicken. Und jetzt sind halt die Scharfschützen am Start. Was haben wir hier? 4 Siedler, oh Gott, er macht die Siedlerstrategie, ich hasse es, Tobi. Ich lese euch die Karte mal vor. 4 Siedler. Siedler sind viel stärker im Kampf und natürliche Ressourcen sind viel länger aktiv. Ne? 12 Fernkampfschaden kriegen die jetzt alle dazu. Das heißt, der Standardsiedler hat 18 oder so. Und ich glaube, da ist Blunderbuss noch nicht drauf. Ich weiß es gerade nicht. Und der Kollege hat 28 Schaden. Und sie kriegen, glaube ich, noch Lebenspunkte? Nee, immerhin das nicht. Aber 25% länger sammeln. Und Tobi, du Sau. Anders kann ich es nicht sagen an der Stelle. Mal. Ich bin sehr froh, dass ich euch das Game zeigen kann. Lasst uns mal ganz kurz hier die Siedler anschauen. 255 Leben haben wir schon. Er hat sie jetzt tatsächlich ganz sneaky da drüben das geholt. 18 Damage, 18 Reichweite. Hier kommt dann sicher, sobald er sich es leisten kann, die 50% Lebenspunkte. Und dann wird geschallert. Und wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, werdet ihr gleich genug sehen. Ich will hier gar nicht zu viel verraten. Lack auf der anderen Seite geht mit den Tigerklauen schon voll in Bereitschaft. Ist die richtige Einheit gegen die Scharfschützen? Ich glaube aber, dass die Scharfschützen ihn ein bisschen verwirrt haben. Ich hoffe, dass er jemals dieses Spiel von Ace gesehen hat. Ansonsten wird es jetzt hier richtig ungemütlich gleich. Da bekommt er seine Badges noch voll. Also armeetechnisch steht Lack jetzt echt nicht schlecht da. Sollte Tobi pushen wollen. Jetzt kommen halt dahinter auch noch die rollenden Geschichten. Die rollende Artillerie. Das wird selten dämlich, garantiere ich euch. Jetzt sind die nämlich auf 300 Lebenspunkten und haben 18 Angriff. Das sind jetzt halt Musketiere auf Koks. Und Steroiden. Nicht nur auf Koks. Also das Einzige, was sie nicht können, ist Kavallerie abwehren, aber sonst ist gut. 20% Ranged Resist übrigens, habe ich vergessen zu erwähnen. Die haben die dreifache Menge an Lebenspunkten fast von dem Gurke und die doppelte Menge von dem Sepoy. Also Tobi macht jetzt hier einen Push, der komplett geisteskrank ist, vor allem weil er punktetechnisch halt nicht aufscheint. Und genau für sowas liebe ich den Feldherrn, weil er halt in Liga 1 so eine Scheiße abzieht. Aber wenn du es nicht kennst, dann funktioniert das halt. Und Lack will sich jetzt gleich wirklich, der wird jetzt nicht genau wissen, was da auf ihn zukommt. Die gesamte Sepoy-Masse knallte einmal rein. Erste Gatling down, das ist gut für Lack, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Armee hier noch lang stehen bleibt. Ja, aber die dritte Gatling ist auch dran. Jetzt ist die Frage, ob Tobi das hier richten, ob Lack das hier richten kann oder nicht. Und wir werden es gleich sehen. Das große Problem sind halt tatsächlich diese vermaledeiten Siedler. Er hat aber nichts, was extra Schaden auf Siedler macht und die Kollegen sind jetzt halt im Fernkampf richtig tödlich. Klingt wirklich dämlich, ich weiß, aber die sind halt jetzt echt eine verdammte Menace und Lack muss halt damit klarkommen. 18 Damage auf den Dingern, ehrlich ey, kannst mich mal. 32 Siedler übrigens zu 25, dahinter kommen nochmal die verdammten Rollen der Artillerie. Und da oben kommt nochmal Berufssoldaten. Er kriegt sie langsam so ein bisschen klein. Hat jetzt auch 4 Siedler verloren. Aber Tobi bleibt sich einfach treu und spielt den gleichen Mist, den wir uns letzte Saison ausgedacht haben, nur in besser. Ich liebe es. Auf der Karte, Tobi. Oh Mann. Und Lack hat jetzt natürlich ein bisschen Stress. Verständlicherweise. Weil diese Siedler hier halt wirklich, wirklich problematisch sind für ihn. Das einzig Gute ist, er hat sie schon relativ gut also angefrackt, sag ich mal. Wenn da oben jetzt die Kaff raus... Ah, die laufen in die falsche Richtung. Ja, wobei, die sollten nochmal down gehen und das ist dann gut für Lack. Dann kann er hier ein paar Siedler schnetzeln. Ja, tatsächlich. Es ist halt echt das Problem, sind die 16 Angriff. Aber das Vor macht tatsächlich überraschend viel Schaden, weil es halt dauernd schießt und auch Flächenschaden macht und so. Also wenn Lack sich hier jetzt einfach militärisch ein bisschen über Wasser halten kann, hinten bitte bald eine Kaserne noch anpflanzt,
damit er hier nicht komplett drauf geht, dann sollte das sogar haltbar sein für ihn. Aber er muss sich echt ranhalten, weil Siedler halt. Ach Gott. Und Tobi baut natürlich dahinter weiter Siedler. Und das nächste Problem ist, wenn wir bei der 15-Minuten-Marke sind, kann sich der Herr Tobi das Ding hier mit 8 neuen Siedlern durchschicken lassen. Und dann wird es halt echt unlustig. Immerhin machen die nicht so viel Schaden gegen andere Siedler. Das ist schon mal verdammt viel wert. Was Luck tatsächlich machen könnte, er könnte sich ins Dorfzentrum setzen, dann macht nämlich 180 Schaden, wenn er hier auf die Siedler fokussiert. 180 Schaden auf den Siedler. Es ist immer noch nicht genug, aber viel. Dann könnte er hier zumindest den Großteil von dem Mist mal durchheizen. Gut, dass er hier auch die beiden Trickles hat, dann kann er mit denen auch was anfangen, aber jetzt langsam wird es echt ein bisschen heiß. Er müsste halt echt dringend auf die verdammten Siedler schießen. Lass das Militär sein, das klingt blöd, aber geh hier auf die Siedler. Ich glaube, der hat hier gar keinen Bock, der gute Luck. Wie viel haben die? Ja gut, 5 Belagerungsschaden, da sehe ich schon, warum er auf die Einheiten geht. Die Staatsmilizen dürfen es aber echt nicht mehr lang sein. Luck hat auch seine gesamte Geschichte hier mal recht gut ausquartieren können. Und jetzt wird es interessant. Ja, und rein da. Rein da, Luck. Ah, das war jetzt zu spät. Es ist halt ein strunzdummes Game. Tobi verliert jetzt einfach gerade an Tempo, aber wenn der halt die nächste Schiffsladung hat, dann klatscht er hier die zwei Siedler durch und dann ist auch wieder genau der gleiche Mist von vorne da. Die Skirms werden rausgenommen wie noch und nichts. Das ist richtig schön gemacht hier. Dann kommen Minutemen. Jetzt kommen nochmal 3 Kavalleristen. Feldherr Tobi hat aufgegeben. Was ein witziges Spiel. Es war halt die Frage, ob er Luck da genug schaden kann oder nicht. Wenn er Luck hier drüben gefunden hätte, wäre das Spiel für Tobi gewonnen gewesen. Also Tobi hat einen enorm dämlichen, aber witzigen Push gemacht und dafür Kudos to you. Ganz ehrlich, wunderbare Strategie. Bin ich echt froh, dass ich das spontan gecastet habe. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ihr euch nochmal fragt, wie das funktioniert, fragt Tobi selber, der macht sich ein Video dazu. Grundsätzlich aber braucht ihr Nocta für die Lebenspunkte-Technologie. Ihr braucht irgendwann die Pioniere. Hat er gar nicht durchgeballert. Ah, schade. Aber er hat halt dann ganz viel Militär gesendet und mit Pionieren, stell mir vor, da wären nochmal 65 Leben drauf. Also da wäre nochmal mehr Schaden, nochmal mehr gegangen insgesamt. Und dann kannst du hier weiterschicken. Die wichtigsten Karten für ihn waren die beiden. Eigentlich. Weil damit hast du halt mehr Damage, mehr Hitpoints, mehr Geschwindigkeit und Fernkampfrüstung. Und hier oben hast du dann halt das super lustige Zeug. 4 Siedler, Fernkampf um 12 erhöht. Es ist super lustig. Also keine Frage. Bin ich voll dafür. Ich glaube, Luck hat echt die Schnauze voll von dem. Muss ich dann nochmal in seinen Stream schauen, was er dazu sagt. Aber ja, ressourcentechnisch ganz klarer Fall. Militärtechnisch, aua. Für einen Inder, aua. Und ja, da sieht man halt, hier schwindet halt die Bevölkerung oder das Militär von Tobi. Aber schaut mal, der pusht halt hier und hält es dann aber so die ganze Zeit konstant klein, einfach nur mit seinen Siedlern. Also Luck hätte jetzt auch langsam echt ein Problem gehabt, wenn ich hier nicht ein bisschen mehr weggekillt bekommen hätte. Aber es war super lustig. GG an die beiden, echt witziges Spiel. Danke euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut, bis die Tage, pfiat euch.